Es war ein emotionaler letzter Match. Vier Spieler sind vom FCB verabschiedet worden. Der Captain Valentin Stocker hat seine aktive Karriere beendet. Und dann hat der beiden Kasami sein ganz eigenes letztes rot-blaue Kapitel geschrieben. Am Schluss hat das Feld dann mit Tränen in den Augen verloren. Und der FC Basel gewinnt das letzte Saisonspiel gegen den FC Lugano mit 2:1. Er kann also doch noch gewinnen. Damit guten Abend und herzlich willkommen zum letzten FCB-Total dieser Saison. Und in diesem FCB-Total reden wir in der grossen Runde drüber. Zum einen mit der BZ-Sportjournalistin Céline Fellow. Guten Abend dir. Hallo zusammen. Dann der Oli Gut von der BATZ. Guten Abend dir. Hallo miteinander. Und der Ernie Meisner heute wieder zu Gast. Guten Abend dir, Ernie. Guten Abend zusammen. Ich habe es angedeutet, der FC Basel hat gestern gezeigt, dass er doch noch gewinnen kann. Mit diesem Sieg bleibt der FCB am Schluss auch auf dem zweiten Platz. Und im gestrigen Spiel sind aber vor allem die Verabschiedungen von Valentin Stocker, Giorgio Nikolic, Raul Petretta und Baitim Kasami im Vordergrund gestanden. Nach sagenhaften 19 Jahren im Verein, davon ganze 6 Jahre in der ersten Mannschaft, verlor der Raul Petretta der FCB mit schwerem Herzen. Wenn ich ehrlich bin, bin ich schon recht ein bisschen, im Moment traurig. Nicht traurig, aber du lässt zu Hause. Wenn ich von hier gehe, gehe ich von zu Hause. Und das ist, glaube ich, etwas, was ein bisschen weh macht, aber das kommt mit der Zeit. Ich bin hier aufgewachsen und ich hoffe, ich kann eines Tages zurück zum FCB. Vor allem natürlich das Karriereende von Valentin Stocker ist im Zentrum gestanden. Neben dem Fanmarsch hat die Muttensen-Kurve auch ein Choreo im Stadion organisiert. Es ist eine ganz besondere Verbindung zwischen der Kurve und dem Valentin Stocker. Ich habe, weiss Gott, auch viel auf die Presse bekommen, vor allem auch medial. Wo ich halt oft musste den Kopf herhaben für Sachen, die ich gefunden habe, es ist ungerechtfertigt, aber wo man halt manchmal nicht die Wahrheit kann sagen kann. Oder auch vielleicht die Leute nur die Hälfte wissen. Und ich habe dort immer extremen Support gespürt von ihnen. Und darum empfinde ich wirklich tiefe Dankbarkeit für das, was sie für mich gemacht haben. Entsprechend ist zusammen auch gefeiert worden. So können die Karriere beenden, ehrt der Valentin Stocker. Das zeigt halt einfach Verbundenheit und wie speziell der Club ist. Und darum finde ich, umso mehr eben, hat es den Club verdient, langsam wieder so können aufgestellt sein, um wieder einmal auf dem Barfi zu stehen. Ich glaube, das wünsche ich mir, dass ich das in den nächsten paar Jahren noch einmal miterleben darf. Auch der Baitim Kasami hat sein letztes Spiel für den FCB gemacht und wird das wahrscheinlich nie mehr vergessen. In der 69. Minute eingewechselt, macht er 2 Minuten später das entscheidende Goal. Alle dann brechen der perfekte Abschied. Wer donnert die Grätsche kurz nach dem Anspiel? In seinem letzten Spiel stört der Baitim Kasami gerade einmal 5 Minuten auf dem Platz. Ja, ich habe ihm gesagt, er hat es halt so wollen wie ich machen und nach dem Goal das T-Shirt abziehen. Ich habe es in der 3. Minute gemacht und nachher kein Gelb-Rot geholt. Aber ich glaube, er ist halt einfach noch ein bisschen unerfahren mit seinem Mann. Er ist noch ein bisschen jung. Der FCB gewinnt Spiel aber auch in Unterzahl, schließt die Saison auf dem 2. Platz ab und kann mit einem positiven Resultat in die Sommerpause gehen. Während sich die Spieler jetzt erholen können, haben die Verantwortlichen enorm viel zu tun. Einige Baustellen müssen behoben werden, damit die nächste Saison erfolgreicher gestaltet werden kann. Ja, Ernie, am Schluss konnte man dann doch noch einmal gewinnen, also einen versöhnlichen Abschluss, kann man sagen. Ja, das ist so. Es war auch schön, dass die Verabschiedungen unter so Voraussetzungen dann stattfinden konnten. Ich meine, das hat das Ganze ein bisschen aufgehellt oder ein bisschen fröhlicher gemacht von dieser Seite, von der Fans auch. Und man hat schon gesehen, die Spieler, die jetzt müssen gehen oder halt aufhören oder gehen, die sind schon am FCB gehangen, das hat man da schon gesehen. Auch beim Baitim ist es auch ein bisschen das erste Frust, den er hatte, als er das Goal gemacht hat, und er sieht, als er gegen die Tribüne anläuft, ich weiss schon, wo er angelaufen ist. Das haben, glaube ich, andere auch gemerkt. Aber das ist nur der erste Frust. Aber dann sind gleich die Emotionen halt mit ihm durch und hat doch gezeigt, dass ihm eigentlich wehtut, dass er weggehen muss von hier. Und die Mannschaft ist gestern ein bisschen in der Pflicht gestanden, um den Sieg zu holen gegenüber von einem Valentin Stocker oder eben einem Raul Petretta. Denen zwei sicher gegenüber, ja, nachdem man es bei einem Fabian Frey im Rekordspiel ja verpasst hat, immer Sieg zu schenken.
Aber ich denke auch den Fans gegenüber, die in den letzten 3-4 Matches sehr, sehr harte Kosten serviert bekommen haben, hat man einfach nochmal zeigen, hey, wir haben noch Lust, die Saison mit Anstand zu Ende zu bringen. Und der Wally hat seine Karriere beendet. Er bleibt aber weiterhin beim FCB, soll jetzt Sportchef langsam angeführt werden. Wie siehst du allgemein den Entscheid von Wally, jetzt die Saison, die Karriere zu beenden? Ja gut, der Entscheid ist natürlich zustande gekommen durch die Gegenseite auch. Also durch die Clubführung, durch den David Tage, wo ihm dann in all diesen Gesprächen, und sie haben ja beide echt betont, es hat viele Gespräche gegeben, schon auch zu verstehen haben, look, wir sehen dich nicht mehr unbedingt als Spieler. Und das heisst ja nicht, dass man einen Valentin nicht mehr hätte können brauchen per se. Oder dass selbst David Tage das nicht mehr gesehen hat, total. Aber mit seiner Rolle, mit dem, was er ausfüllt, wird es dann natürlich schwierig, wenn der David Tage der Meinung ist, der müsste auch einen anderen die Minuten beanspruchen, die der Valentin auch in dieser Saison letztlich immer noch zu einem grossen Teil beansprucht hat. Und dass der Valentin selber sich sicher auch Gedanken gemacht hat, das ist schon auch so. Es war klar, dass er nicht gross wird auf Geld verzichten. Es ist dann doch ein Unterschied, wenn man jetzt einen Lehrlingsvertrag unterschrieben hätte oder einfach kann sagen, ich habe dann aber einen Vertrag, also schauen, wie wir das lösen, aber ich will das Geld. Und so wie der Valentin die Frage nicht beantwortet hat an der Pressekonferenz, kann man davon ausgehen, dass wir es irgendwo bei der Prämie sich gefunden haben, bei der erwartbaren, aber dass echt der Fixlohn der dürfte gezahlt werden. Sonst hat man sich nicht so versöhnlich in die Richtung bewegt jetzt. Und ich sage, ein Stück weit auch das Schauspiel vorträgt. Sportchef bin ich gespannt, respektive Sportassistent. Das kann er sicher, er kann dort sicher auch etwas lernen. Ob das aber seine Zukunft ist, ich glaube, das weiß er vielleicht selber noch nie so genau. Also, das ist jetzt halt auch ein bisschen, wie lösen wir das Ganze auf und damit es nach außen stabil aussieht. Oder? Ob er dann wirklich dort anfängt werden, man sieht, das gehe ich zwar schon davon aus, aber ob er in 5 Jahren noch Sportchef ist, noch immer, ich weiß es nicht. Ja, das gesehen. Du hast den Stocker, das ist ein grosser vom FCB, aber nicht nur ein grosser FCB, sondern allgemein vom Schweizer Fußball ist auch eine prägende Figur gesehen, die jetzt der Schweizer Fußball nicht mehr hat. Ja, natürlich, aber wie gesagt, in einem gewissen Alter treten alle mal zurück. Es hat noch keiner das überlebt, das Alter. Aber nein, logisch wird dem noch immer ein bisschen fehlen. Auch im FCB wird er fehlen. Er hat auch dann mal irgendwann in der Nazi gefehlt. Aber das ist halt der Lauf einer Fußballerkarriere. Das ist überall gleich. Und wie gesagt, wenn er jetzt noch ein bisschen im FCB kann erhalten bleiben, eben vielleicht später mal in einer Funktion als Sportchef, dann ist ja das schön. Und ich habe einfach das Gefühl, dass er das nicht zu früh anfangen, weil er muss zuerst ein bisschen den Kopf leeren von dem, was du als Spieler erlebt hast oder mitgemacht hast. Du musst ein bisschen Abstand gewinnen, weil am Anfang bist du zu viel, immer noch der Spieler und das wird nicht funktionieren. Hat man beim Pipi Streller gesehen, dass das dann noch nicht funktioniert. Und darum, er wird seine Zeit brauchen und wie der Oli gesagt hat, ich bin überzeugt, dass er nicht nur aus rein freiwilligen Gründe, dass er so gelöst hat, da wird man schon aneinandertreten sein und eben dementsprechend dann sich gefunden hat, dass es für beide stimmt. Ja, der FCB hat gesagt, er bekommt so viel Zeit, wie er braucht, dass er sich an die neue Aufgabe herantasten kann. Dann der Albert Retter, der ist auch seit Kindsbein beim FCB. Er wagt jetzt, nach dem Erhard Schönwort von einem halben Jahr, er jetzt den nächsten Eigengewächs, den nächsten Schritt. Wo siehst du ihn jetzt in Zukunft? Er wird sich eine Aufgabe irgendwo zwischen, ich behaupte jetzt mal, tiefe Serie A, Serie B. Er ist auch ein Spieler, der sich ein bisschen ermehrt hat in Belgien, Holland, wie man hört. So etwas suchen, ich bezweifle jetzt, dass er sich bei einem grösseren Verein wird sofort etablieren können. Und er hat auch gestern noch gar keine Ahnung, was er möchte. Er will jetzt, glaube ich, mal Ferien und das irgendwie verarbeiten. Er ist ja auch nicht das freie Stück vom FCB weg. Er wird sein Plätzchen finden, aber ich nehme an, die grosse Karriere, wie man vielleicht mal vor ein paar Jahren gedacht hat, könnte machen, wird es, glaube ich, nicht geben. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Und auch der Paidim Kasami, der zieht auch weiter. Eben, der Abschied wird er sicher nie vergessen. 5 Minuten auf dem Feld gestanden, ist eigentlich alles ein bisschen passiert. Ja, es war ein grossartiger Abschied. Also, ich meine, es hat ja für den FCB nicht mehr wirklich eine Rolle gespielt. Klar, wenn sie den Match jetzt noch, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, was IB gespielt hat, auf jeden Fall wäre es ja theoretisch möglich gewesen, dass sie, wenn sie nicht gewinnen, nur Dritter werden. Hat aber für die Conference League Quali keinen Einfluss. Und so gesehen, also
Eben in einem wichtigen Match würde man sagen, der ist schön blöd. So muss man sagen, eine tolle Episode geschrieben mit einem Highlight und natürlich einem Lowlight, einem Platzverweis, aber sicher einen grossen Unterhaltungswert. Bei ihm habe ich das Gefühl, wird man vielleicht in Griechenland dann wieder sehen. So wie es letzten Sommer schon Kontakt gegeben hat, wo der FCB dann offenbar zu viel ablösen wollte. Und beim Real Petretta dünkt es mich halt einfach schade. Weil ich habe das Gefühl, also der ist alleweil genug gut, um einer von beiden Linksverteidiger sein beim FCB. Ob er dann jedes Mal der ist, der spielt oder eher der Backup ist, ist zweierlei. Aber eben das finanzielle Angebot dürfte so tief gewesen sein, dass für Real Petretta nicht in Frage gekommen ist. Ich bin jetzt gespannt, ob er noch jemand anders, auch wenn wir die Zahl wahrscheinlich nicht wert erfahren, etwas findet, was er dann mehr bekommt. Und dann ist auch noch der Giorgio Nikolic verabschiedet worden. Für ihn hat man also jetzt nicht gerade einen Nachfolger, aber sicher den Platz im Goal haben wir schon einen. Jetzt neu mit Marvin Hitz. Das Problem ist jetzt einfach beim FCB, der FCB hat schon einen guten Goalie mit dem Heinz Lindner. Genau gesagt, der beste Goalie von der ganzen Liga, wenn man die Statistik anschaut. Und du hast gesagt, für dich war das gar kein nachvollziehbarer Entscheid gewesen. Ja, da hat man sich das erste Problem schon mal ins Nest gesetzt. Das wird unweigerlich so sein, dass wenn der Hitz einen Fehler macht, einen Bock drin hat, und das kann es immer geben, dass das viel schlimmer wird sein, als wenn halt der Heinz irgendwann einmal einen Bock gehabt. Aber die hätte er ja eigentlich nie. Ich kann mich jetzt nur an einen erinnern, die Flanke, die er runterlaufen hat. Aber sonst, ich verstand nicht, dass man es... Ich meine, der wird ja nicht gratis kommen, das ist einfach so. Der wird einen guten Lohn haben, der kommt nicht von Dortmund hierher. Erstens nicht als Nummer zwei. Und zweitens nicht mit einem tiefen Lohn. Das heisst, ich verstand nicht, dass man dort einen Haufen Geld ausgibt, anstatt dass man dort Geld ausgibt, wo es nötig ist. Für einen richtigen Stürmer, einen guten, oder einen guten Aufbau, einen guten Mittelfeldspieler, einen guten Verteidiger, den man im Zentrum unbedingt braucht. Dort sollte man doch das Geld investieren. Wenn man schon zu wenig hat, muss man es halt dezidiert einsetzen. Und das ist hier sicher nicht der Fall. Das ist wirklich unnötig. Ja, man sagt immer, dass es ein Hauptproblem sei wegen den Füßen, weil er mit den Füßen nicht so gut ist. Aber da gibt es ja auch andere Top-Goalies, die glaub ich, schon grössere Böcke haben mit den Füßen. Also der Heinz hat jetzt noch nie wirklich einen Bock, den ich mich jetzt daran erinnern kann. Er hat seine ein, zwei Fehler gemacht in der Saison, aber das sind jetzt, wie ich es im Kopf habe, keine mit den Füßen gesehen. Also, er ist jetzt sicher nicht der beste Goalie auf der Welt, das weiß er auch, das sagt er auch selber. Aber man muss einfach auch sehen, dass Marvin Hitz nicht wirklich Spielpraxis hat. Ihm unterläuft vielleicht mal der Fehler und wie der Ernie sagt, dann schiessen alle auf ihn. Weil man hat gestern auch wieder gesehen, wie unfassbar Backup er von der Kurve hat, vom ganzen Stadion hat. Und du machst da eine Baustelle auf, die unnötig ist, total unnötig. Es kostet Geld, du schaffst Probleme in der Mannschaft, der Lindner ist sehr beliebt. Also ich glaube, sie haben sich alles andere als einen Gefallen gemacht. Vor allem, wenn man dann auch noch einen 34-jährigen Goalie holt, den man auch nie wird können, irgendwie weiter transferieren. Schön und gut, dass er ein Schweizer ist und dass das Kontingent das nicht belastet. Aber alles in allem ist das, verstand ich das nicht. Und eben, es kann ja nicht nur das Problem sein, was ich da immer erzähle. Das Problem muss schon ein bisschen tiefer sein. Ja, also das eine, also, glaub, was sportlich wichtiger ist als das mit den Füßen, ist glaub, die Strafraumbeherrschung. Das hat man von Heinz Lindner schon zu seinen GC-Zeiten gesagt. Und das war auch wieder Thema, als er auf Basel gekommen ist. Also eher unter denen, die ihn schon von GC kennt, auch unter Journalisten etc. Und ich meinte, das hast du mal von David Degen gehört zu haben. Und das andere, was Céline erwähnt hat, ist das mit dem Kontingent, mit der Anzahl Home-Trained Players, also Schweizer Spieler. Da ist mir offenbar schon klar der Meinung, auf dieser Position brauchen wir keine Ausländer. Also da gibt es genug Schweizer. Und ich meine, der Marvin Hitz bei aller Spielpraxis, die ihm fehlt, müsste ja eigentlich irgendwo die Klasse haben, um eine Nummer 1 zu sein für den FCB. Wir werden es dann sehen, wenn er da ist. Und spielt. Und gleichzeitig muss man schon davon ausgehen, dass das gar nie ein Konkurrenzkampf wird, sondern dass der Heinz Lindner sich umschaut. Also, nach allem, wie man mit ihm auch kommuniziert hat, hat man ihm das auch zu verstehen. Also, man hätte jetzt nicht wollen, einfach zwei starke oder gleich starke oder ähnlich starke Goalies haben, zwei erfahrene Goalies auch. Sondern man hat gesagt, du kannst im Sommer schauen, obwohl du noch ein Jahr Vertrag hast. Oder? Das A möchte ja bleiben. Eigentlich, aber... Ja, aber ich sage, für ihn müsste es ja eigentlich sicher einen Markt in Österreich geben.
ist die Frage, wie dort gezahlt wird. Dann müsste es aber von mir aus gesehen auch in den grossen Ligen merken. Also wenn es darum geht, Nummer 2 irgendwie in Frankreich oder sogar England zu sein bei so einem Club. Also das finde ich nicht unrealistisch, dass man sich da für ihn als Nummer 2 interessiert. Das ist besser als Nummer 2 beim FCB und vor allem ist dann viel besser gezahlt. Ja, wenn wir sehen, ob der Heinz bleiben wird, das Angebot wird er sicher bekommen. Dann ist die nächste Frage, die grosse Frage, wer steht an der Seitenlinie am nächsten Jahr? Das hat anscheinend beschlossene Sache sein, hat auch die Batz schon verkündet. Von dem könnte er stark ausgehen, dass das beschlossene Sache ist. Ja. Jetzt Alex Frey, eben. Ist das der richtige Neumann? Ja, ob es der richtige ist, das wird erst der Verlauf der Saison zeigen. Das weiss man so oder so nie zum Voraus. Da kann man jetzt im Prinzip engagieren, wer man will. Schwer wird es sowieso werden, das ist klar, es gibt wieder einen Umbruch in der Mannschaft. Die Fans erwarten, dass es jetzt wieder besser wird, neue Saison, neue Situation, die erwarten, dass es besser wird. Es wird schwierig für ihn, das ist ganz klar. Ich denke, er ist sicher der Typ, der das Letzte rauskützen kann unserer Mannschaft, schon allein von seinem Temperament, von seinem Willen, zum Willen gewinnen, das hat er einfach in sich. Das verlierst du auch nicht. Und ich hoffe, dass ihm der David nicht zu viel reinschwärzt, weil sonst wird es ganz sicher Probleme geben. Diese Konfrontation wird er nicht meiden, das ist so. Er wird sich nicht reinschwärzen und das ist auch richtig so. Als Trainer trägst du die Verantwortung und dann musst du auch frei handeln, ohne dass dir jemand reinschwätzt. Und wenn du wirklich einen Sportchef hast, dann kannst du dich mit dem absprechen. Wie auch immer, aber der letzte Entscheid muss immer beim Trainer sein, weil der trägt Verantwortung. Und wenn du das nicht hast, dann wird das zum Scheitern verurteilt sein. Ja, der Druck wird jetzt schon immer grösser beim FCB. Von Jahr zu Jahr, wenn man keinen Titel holt, logisch. Und eben dann ist noch von oben, von den Fans, ist Alex Frey dem Druck gewachsen? Ich würde jetzt mal sagen, ja, Alex Frey kann sehr gut mit Druck umgehen. Die Frage ist halt einfach noch, der FCB ist nochmal eine andere Hausnummer, als dass man bei Winti möchte aufsteigen, dass man spielen möchte entwickeln. Der FCB muss er liefern. Er hat, wie es der Ernie sagt, mit dem David Degen einen gegenüber, wo man nicht weiss, wie er reagiert, wenn es dann nicht funktioniert. Der Alex Frey ist aber auch jemand, der sehr klar seine Meinung sagen kann. Und ich denke, das könnte bei allem Potenzial, das hat, dass es klopft, das kann sich auch gegenseitig mal irgendwie befruchten und vielleicht auch gar nicht so schlecht sein, wenn man zwei Leute hat, die da einen Charakterkopf haben und sind. Und ich glaube, Alex Frey weiss, auf was er sich einlässt. Und er weiss, was für ein Druck da herrscht und was man erwartet von ihm und vom FCB. Darum würde ich jetzt sagen, ist das mal per se keine schlechte Lösung. Wie siehst du das? Sind vom Charakter der Degen und der Frey relativ ähnliche Typen? Ja, man muss aufpassen. Es gibt dann schon auch Unterschiede. Aber natürlich auch der Alex Frey ist vom Ehrgeiz getrieben. Das ist David Degen auch auf seine Art, wie er sich halt gibt. Aber das ist ganz klar. Der will und will schnell. Und das ist der Frey nicht anders. Sonst wäre nicht schon vor 2 Jahren auf die Idee gekommen, könnte vielleicht FCB-Trainer werden aus dem Nachwuchs raus. Nachdem das ja mit Raphael wirklich nicht so gut aufgegangen ist letztlich. Und auch Anschauungsunterricht gehabt hätte. Ich habe das Gefühl, entweder verstehen sie sich gar nicht, obwohl sie sich natürlich kennen, oder sie werden sich sogar sehr gut verstehen. Und da werden dann aber auch Worte ins Maul genommen werden, die man da am Fernsehen nicht sagen darf, wenn die beiden zusammen diskutieren. Und das noch und noch. Wer der Alex Frey schon als Spieler im Training erlebt hat, weiß, dass er auch eine sehr direkte Anrede hat. Und, das kann aber durchaus befruchtend sein. Ich glaube, entscheidend wird sein, dass beide irgendwie vom Gleichen ausgehen, dass beide irgendwie der FCB ähnlich sind. Und das könnte ich mir schon noch vorstellen, weil dann wird man auch Transfer machen und da muss natürlich der Club zuerst der sein, der sagt, was durchgeht und nicht der Trainer, der je nachdem alles so wechselt, oder? Aber dann wird man vielleicht auch Transfer machen, wo beide der gleichen Meinung sind. Und dann kann das natürlich schon viel Energie in die Mannschaft und damit auch in den Club pumpen.
Aber es steht natürlich überhaupt nie geschrieben, dass es so kommt. Und natürlich kann man sich auch vorstellen, dass in einem halben Jahr schon das größte Donnerwetter ist. Klar ist auch, vieles wird auch von den Resultaten abhängig sein. Wenn die Resultate nicht so super sind, dann möchte ich ein bisschen zum Druck zurückkommen. Wird es von der Spielweise abhängig sein? Ich habe nicht das Gefühl, mit jedem Jahr, wo der FCB den Titel nicht holt. Ich meine, gerade wenn man die Entwicklung unter dem Bernhard Burgener jetzt angeschaut hat, und das schwierige erste Jahr Tage, dass die Leute erwarten, dass der FCB endlich wieder Meister wird. Natürlich hätten sie Freude. Natürlich wäre es Fieber da. Aber sie erwarten, dass sie etwas Positives sehen auf dem Platz, dass sie junge Spieler sind, die Fortschritt machen. Natürlich mit Resultaten, wo der FCB irgendwo vorne dabei ist. Aber es ist nicht der unglaubliche Druck von außen, dass sie Meister werden. Der kommt natürlich eher auch ein bisschen aufgrund von der wirtschaftlichen Situation. Gut, jetzt hat man nächste Saison die Ausgangslage, dass auch der Zweite eine Chance hat auf die Champions League. Allerdings ist die Hürde, um dann tatsächlich hinzukommen, das hat der FCB auch schon erlebt unter Bernhard Burgener, um einiges höher. Und der wirtschaftliche Druck, das ist auch schon unter Bernhard Häusler nicht anders gewesen, befiehlt ein Stück weit einem Club in der Grössenordnung vom FC Basel, eben Meister zu werden, damit man eine möglichst gute oder hohe Chance hat, um in die Champions League zu kommen und an die Millionen. Ja, aber ich denke jetzt vor allem der Fan will ja auch sehen, dass es vorwärts geht, genau, dass es besser wird, dass es ein anderer FCB ist als momentan, wo man, wie gesagt, am Schluss fast noch froh ist, dass es einen Unentschieden gegeben hat, dass man gewisse Gegner wirklich einfach schlägt, egal wie und was. Einfach, sie wollen, der Fan will sehen, der FCB sehen, gewinnen. Ob es dann für einen Meister reicht am Schluss, wenn es dann knapper wird, hat man dann schon den Anspruch, jetzt können sie oder jetzt müssen sie ein Meister werden. Aber vor allem am Anfang wollen sie einen FCB gesehen, der auf den Platz geht, zum Gewinnen, zum Zeigen, wir sind der FCB. Von der Spielweise her, von der Spielweise, oder? Ja. Mehr, das ist unsere Richtung und nicht zuerst schauen, was macht der Gegner und dann reagieren wir dann vielleicht drauf. Oder? Ja. Und das ist schon mal wichtig. Wenn das der Fan sieht, dann ist er auch zufrieden, wenn es halt einmal eine Niederlage gibt. Wenn man alles probiert hat und sieht, oh, das ist jetzt wirklich so saudum gelaufen. Das gibt es auch immer wieder, aber das hast du die Saison nie das Gefühl gehabt. Da ist es immer gleich schlecht gelaufen. Einfach von Anfang an ist immer wieder der gleiche Trott gekommen. Man hat keine Steigerung gesehen, man hat nicht das Gefühl gehabt, die Mannschaft gibt alles auf dem Platz. Oder? Und das ist das, was der Fan verrückt macht. Vielleicht am Schluss natürlich auch die Führung, logisch. Und ja, das wollen wir nicht mehr sehen, oder? Als Fan. Und darum, das führt, das kann der Alex bringen, weil er selber auch so ist. Der ist, glaube ich, nicht still in der Kabine in der Halbzeit, wenn sie reinkommen und jeder passiv auf dem Platz rumgespaziert ist und das Gefühl hat, mach du lieber das Risiko, ich will da keinen Fehler machen. Da bin ich überzeugt, dass es dann kracht in der Kabine. Und das braucht es manchmal auch. Oder? Du kannst nicht immer alles über dich ergolo als Trainer und alles schönreden fast, um die Spieler zu schützen. Oder? Das geht nicht. Es ist halt auch ein Abwägen zwischen resultatorientiert und Spektakel. Oder? Du kannst nicht einfach nur Spektakel machen. Ich sage, selbst St. Gallen macht das nicht. Und der FCB muss auch nicht im zweiten FC St. Gallen werden. Und gleichzeitig kannst du aber, das haben wir unter Marcel Koller gesehen, aber ein Stück weit schon unter Murat Yakin in seiner Zeit, phasenweise eben Urs Fischer, wo es dann sehr stark aufs Resultat geht. Das hat dann meistens gestimmt, und wenn es auch ein Unentschieden war, ist gegen den richtigen Gegner. Und das, ich glaube, dort muss man schon, man muss an dieser Schraube so drehen, dass das Spektakel ähnlich ist, sage ich, wie im Sommer unter Patrick Kramer. Also dort ist oder auch im Herbst unter dem Raphael Wicki seiner Zeit. Dort haben wir echt das Maß erreicht und eben auch das Resultat gehabt. Und wie du richtig sagst, dann dürfen wir auch mal verlieren. Dann dürfen wir auch Zweiter werden. Dann, das wirtschaftliche interessierte Fan am Rande, wenn er dann hört, dass sie kein Geld mehr haben, oder? Aber das interessiert ihn nicht in den 90 Minuten, wo er den Match schaut. Jetzt Elin, die Saison ist jetzt abgeschlossen. Man hat 9 Punkte mehr als letzte Saison. Also auf dem Papier ist es sicherlich ein bisschen aufwärts gegangen. Wie siehst du die Entwicklung des FCB jetzt allgemein? Ja, ja. Man sieht sicher, dass sie Zweiter geworden sind. Das ist schon mal besser. Man hat europäisch auch wieder das eine oder andere Ausrufezeichen setzen mit guten Leistungen gegen Marseille, mit einer starken Gruppenphase, mit wo sie am meisten Punkte geholt haben in der ganzen Vereinshistorie. Aber man sieht halt einfach auch, dass es irgendwo an sehr vielen Ecken noch fehlt. Ich denke da an das Göppspiel, ich denke gerade auch an die letzten Matches, wo man einfach auch
die Entwicklung in der Mannschaft einmal mehr nicht sieht. Und dort ist für mich das Team gleich weit wie letztes Jahr, wenn nicht sogar gewissermaßen vielleicht auch, hat es auch Rückschritte gemacht. Wenn du so viel immer wechselst am Kader und umbaust und nochmal vier neue und nochmal vier, dann kann irgendwo auch nicht wachsen, auch wenn du natürlich noch den Trainer alle halbe Jahr änderst. Die brauchen jetzt einfach mal ein bisschen Ruhe und dann glaube ich auch, dass dort eine Handschrift von Alex Frey reinkommen könnte, eine Philosophie, wie man möchte spielen möchte. Und dann kann man vielleicht in einem Jahr sagen, ja, man ist weiter. Aber der wirklich grosse Schritt, finde ich, haben sie jetzt nicht gemacht in diesem Jahr. Auch weil man natürlich in der Führung noch ganz viele andere Sachen und Prioritäten hatte, als nur das, was auf dem Rasen passiert. Und das, finde ich, hat man halt einfach am Schluss auch gemerkt. Du hast Stichwort Ruhe angesprochen. Das ist etwas, was man immer sagt, ich brauche jetzt ein bisschen Ruhe. Und immer dann, wenn man das Gefühl hat, die Ruhe kommt rein, passiert wieder etwas. Und jetzt im Sommer eigentlich auch wieder. Wir haben Leihspieler, wo der Vertrag ausläuft. Mit den meisten wird man vermutlich eher nicht weitermachen. Und dann braucht man wieder neue Spieler. Also gibt es nochmal so, nicht gerade einen Umbruch, aber doch wieder einiges los im Kader. Ja, es gibt einen kleinen Umbruch. Bestimmt, muss es ja auch geben. Und das ist auch richtig so. Wenn etwas nicht passt, muss man wirklich irgendwann wieder neu ansetzen. Ruhe hat man nur, solange der sportliche Erfolg stimmt. Das ist einfach so. Und darum ist es wichtig, dass man einen guten Start hat, einmal, dass man auf das anschafft, dass man wirklich einfach einen guten Start hat. Und natürlich sind sie jetzt sicher dran, das Kader am Zusammenstellen. Jetzt weiss man, wer Trainer wird. Der kann vielleicht auch noch gewisse und Wünsche vornehmen. Und die Ruhe bleibt aber nur so lange, wie es sportlich stimmt. Ich meine, das hat man bei IB gut gesehen. Solange das sportlich stimmt, hat man immer gesagt, oh, Vorzeige, Club IB jetzt, schön ruhig. Der Speicher ist ein ruhiger Manager, der lässt sich nicht rausbringen. Und so jetzt am Schluss plötzlich hat man dann halt den falschen Trainer engagiert. Und dann hat man den auch noch entlohnt. Und dann ist es plötzlich auch dort nicht mehr so ruhig gewesen. Und das hat man nachher auch bei der Mannschaft gesehen. Klar haben sie auch Verletzungen gehabt und so, aber auch dort hast du plötzlich gesehen, dass all das, was blind funktioniert hat, hat plötzlich nicht mehr funktioniert. Oder die Bälle sind plötzlich nicht rein, weil du halt ein bisschen nervöser bist, weil ein bisschen Unruhe im Ganzen ist. Und darum, Ruhe im Verein gibt es nur, wenn die Mannschaft Erfolg hat. Wenn der Start in die Hose geht, dann fangen die Unruhe von Anfang an schon wieder an. Darum ist das enorm wichtig, dass man auf den Start fokussiert ist, dass man alles dafür macht, dass das funktioniert. Jetzt im Sommer eben laufen 5 Leihverträge aus. Was glaubst du, übernimmt man da einen? Oder? Ich glaube nicht. Nein, entweder sind sie zu teuer oder ich meine, beim Tavares, das wäre jetzt der Fall gewesen, den man übernommen hätte. Das ist jetzt halt Pech für den jungen Sportsmann, dass er das Kreuzband gerissen hat. Und kann man auch dann aus wirtschaftlicher oder aus managertechnischer Sicht wie auch nicht mehr verantworten, dass man jetzt so einen, das kostet ja dann doch auch ein bisschen Geld, würde ich definitiv übernehmen. Das ist das Business, das ist eine von der harten Seiten von dem Business. Und ich glaube, wenn wir beim Business sind oder beim FCB sind, was natürlich der Club schon auch auszeichnet, im Guten wie im Schlechten, sie brauchen mehr Ruhe, das ist klar, aber der FC Basel hat nie Ruhe. Für das ist er viel zu gross, viel zu bedeutend in dieser Stadt, in dieser Region. Alle schwätzen mit, alle hören etwas, jeder erzählt dem anderen, was er gehört hat. Es sind auch zu viele, also weil der Club so gross ist, kann man sich auch zu fest profilieren vielleicht über den Club. Auch wenn man im Club drin ist, also da ist nie Friede, Freude, Eierkuchen. Und wenn nie Friede, Freude, Eierkuchen ist, kann man sicher davon ausgehen, dass man das auch wieder nach aussen, dass das nach aussen dringt und dass man halt dann da wieder eine Geschichte hat und da wieder ein Brändchen, das man muss löschen muss. Das hat auch unter dem Bernhard Häusler zum FC Basel gehört, aber natürlich nie in dem Mass, wie es jetzt im ersten Jahr Degen war oder in diesen 4 Jahren Burgener war. Und das ist neumodorisch auch gut, weil es zeigt eben auch, wie wichtig der Club ist. Und da ist halt IB am Schluss gleich nicht ganz die gleiche Hausnummer. Der Berner tickt dann vielleicht auch noch ein bisschen anders. Haben wir da zumindest das Gefühl, ist ein bisschen gemütlicher. Also so wahnsinnig unruhig. Klar, die Mannschaft hat nicht besser geshootet nach dem Trainerwechsel, aber so wahnsinnig viel Unruhe aus der Ferne habe ich jetzt da nicht mitbekommen. Ich denke auch, da schauen weniger Medien drauf und alles. Also. Es kommt auch immer darauf an, wie du die Brände löschst, die da geschürt werden. Da hast du völlig recht. Manchmal macht man irgendwann etwas extra oder so. Und ich finde einfach,
da hat man auch schon vieles versäumt. Mhm. Die im richtigen Moment die Brände gerade richtig löschen, dass es gar nicht richtig aufkommt. Und da muss man auch ein bisschen lernen, auch im Vorstand, dass manchmal eben der erste Schritt dann vielleicht einfacher ist, als immer hinten reinhängen. Entschuldigung. Und darum, logisch wird nie ganz Ruhe sein im FC Basel. Das ist es so, das war auch vorher nicht gesehen. Aber eben, wie geht man mit dem um? Von Vereinsseite, das hilft enorm. Es ist natürlich eine Mischung aus relativ aktiver Kommunikation, aber auch Gelassenheit, wenn einem das halt nicht gelingt. Oder? Und dann aber irgendwie gut im Nachgang halt auch kommunizieren und beantworten. Sie haben das in gewissen Sachen auch gut gemacht in dieser Saison, also viel besser als unter der alten Führung. Wenn man zum Beispiel die Kommuniqué angeschaut hat, was sie verschickt haben, da war dann Fleisch am Knochen. Da hat man dann gewusst, wenn wir jetzt die Aktien hören, auch wenn sie es nicht bis ins Letzte aufgeschlüsselt haben. Da hat man auch schon durchblicken lassen, dass etwas vielleicht nicht ganz unproblematisch war und nicht nur auf heile Welt gemacht. Ja. Und, aber eben, ja, kann dort dazulernen. Sorry, eben, wir versuchen zu unterbrechen. Die Zeit ist leider schon erwähnt. Dankeschön euch, sind ihr heute hier gewesen. Eben, wie gesagt, es war letztes Jahr FCB Total für diese Saison. Wir starten dann pünktlich am 11. Juli wieder, eine Woche vor dem Saisonstart mit dem FCB Total. Bis dahin eine schöne Sommerpause, schönen Sommer, ade miteinander.